Moin und herzlich willkommen bei meinem nächsten Stream. Schon mal desideriert, ob ein Impulskauf spielt, wo ich bereits schon hund. Also gesagt, wo ich ob der Konsole hat. Und noch einmal hund. Und zwar Tom Clancy The Division 2. Hat man noch einmal richtig Spock, das Spiel rumzuspielen. Der Typ sieht schon fast so aus wie ich. Prioritätsmission hervorgerufen. Zur Markierung vorrücken. Hier drüben! Agent! Ich bin am Tor! Agent! Mir nach! Ich brauche Stärkung! Springen Sie drüber! Sie kommen hinter der Barriere vor! Auf die Flanken achten! Na los, geht doch rein!
müssen da runter und ihm helfen. Jemand die Umgebung! Kümmern Sie sich um die Barrikaden. Und sagt den Patrouillen Bescheid, damit sie auf Nachzügler achten. Ein paar der Bastarde sind entkommen. So schnell hätte ich nicht mit einem neuen Angriff gerechnet. Alles gut? Wenn das so weitergeht, werden wir umziehen müssen. Kommen Sie. Helfen Sie mir dabei. Wir sind zu wenige, um hier alle zu beschützen. Nicht schon wieder. Zum Wasser, schnell! Das kann nicht wahr sein. Das ist ein Notfallcode. Mit Koordinaten für Washington DC. Wie ist das möglich? Runter! Alle in Deckung! Jemand muss hierbleiben. Wir können die Leute nicht allein lassen. Was auch passiert ist, jemand muss sich drum kümmern, sonst ist alles vorbei. Sie gehen! Ich tue hier, was ich kann. Gehen Sie! Wir hielten vieles für selbstverständlich. Den heißen Kaffee am Morgen, kostenloses WLAN an jeder Ecke. Als uns das genommen wurde, haben wir überlebt. Als die Kommunikation zusammenbrach, Züge stehen blieben und das Internet offline ging, haben wir überlebt. Doch als die Apotheken geplündert wurden, die Krankenhäuser dicht machten, wurde selbst Asthma tödlich. Und als die Polizei uns nicht mehr schützen konnte, hattest du da eine Waffe? Oder dein Nachbar? Einige überlebten. Wir sind eine zähe Spezies. Als unsere Gesellschaft zusammenbrach, fanden wir Wege weiterzumachen. Und nun, zum ersten Mal seit Jahrhunderten, ist das, was wir wollen, wirklich das, was wir brauchen. Im Angesicht der Katastrophe haben wir uns gegenseitig geholfen. Wir errichteten neue Gemeinschaften auf den Ruinen der Alten. Wir passten uns an. Wir haben überlebt. Wir haben ein neues Normal geschaffen. Doch es gibt auch die, die nichts aufbauen. Nichts erschaffen. Hyänen, die von den Schwachen zehren. Sie ließen unsere Welt bluten. Aber wir sind nicht allein. Ein paar Mutige haben geschworen, uns und was übrig ist, zu beschützen. Sie einen uns. Sie erinnern uns daran, dass wir ein Volk sind. Sie sind unser Schild. Unser Licht. Aber wenn dieses Licht erlischt... Wer kann uns dann noch retten? Der Ausbruch ist nun schon 7 Monate her. Ich fand's richtig schade, dass vor dem Virus, dem grünen Gift. Ubisoft damals das Spiel nicht weiter promoted hat, beziehungsweise noch weiter versucht hat, es auszubauen, weil ich fand das Spiel richtig gut. Thank you.
eingehender Alarm auf dem Shade-Notfallkanal. Höchste Priorität. Die Operationsbasis wird angegriffen. Feinde sind von Süden her in den Sektor eingedrungen. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Wiederhole, sofortige Unterstützung von allen Agents in der Nähe. An alle Regierungsmitarbeiter, das Weiße Haus wird angegriffen. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Wir sollen sicherstellen, dass keiner von uns verfolgt. Passt auf Überraschung. Ein Division Agent bewegt sich nach Norden Richtung Weißes Haus. Er scheint eine Gruppe Hyenas dezimiert zu haben und ist jetzt unterwegs. Agent, falls Sie uns hören, rücken Sie weiter vor und überrumpeln Sie diese Mistkerle. Danke für Ihre Hilfe. Sie sollten bei Manny vorbeischauen, unserem Koordinator. Das Lustige ist, der Koordinator sieht man nur in der Story und danach nie wieder. Das sind Sie. Willkommen in DC. Ich bin Manny, der Funker.
Sind Sie wegen des Division-Alarms hier? Verdammt gut, Sie zu sehen. Ich zeige Ihnen, wie beschissen die Lage ist. Seit die JTF zusammengebrochen ist, ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe. Es gibt mehrere große Fraktionen und eine Menge Aasgeier, die fressen, was die Großen übersehen haben. Ein paar zivile Siedlungen konnten den Verbrechern bisher noch standhalten. Aber sie brauchen mehr Hilfe, als wir ihnen bieten können, vor allem seit das Division-Netzwerk verstummt ist. Das ist Kelso. Eine der letzten Agents in DC. Sie leitete eine zentrale Mission von der Theatersiedlung aus. Stellen Sie sich bei ihr vor. Wenn wer weiß, wie man die Systeme online bringt, dann Sie. Oh, und gehen Sie bei der Gelegenheit zu den Einheimischen. Sie werden sich freuen, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Ach übrigens, Agent, gehen Sie doch mal runter zum Quartiermeister. Er kann Sie mit Division Tech ausstatten. Sie werden den Vorteil gut gebrauchen können. Sie her, Agent. Sie... Hallo, bereit, eine neue Fertigkeit zu erlernen? Ich werde sowieso meinen Charakter auf Tech aufbauen. Das bedeutet, ich werde mit den Geschützen arbeiten. Scharfschützengeschütze. Ich nehme am Anfang mal die Flammenwerfer. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Wiedersehen. Auch wenn ich schon lange nicht mehr das Spiel gespielt habe, kann ich mich noch aus. Die Siedlung liegt östlich von hier. Vermutlich werden sie unterwegs Ärger bekommen. Sie sollten... Agent. Wir haben einen Notruf aus New York erhalten. Dort wird die Division angegriffen und sie haben Verstärkung angefordert. Wir treffen uns auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses. Da steht ein Helikopter. Die Viertel, die sie durchqueren, sind Hyena-Gebiet. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und aus Spaß töten. Und was sie nicht stehlen können, zerstören sie. Sie waren vor allem ein Problem für die Theatersiedlung. Angesichts der Lage brauchen wir die Hilfe der Siedlungen. Aber solange die ums Überleben kämpfen, können sie nicht viel ausrichten. Versuchen sie also, ein wenig Druck von ihnen zu nehmen. Aber vergessen sie nicht, dass wir das Shade-Netzwerk wieder in Schuss bringen müssen. Vielerorts hat nur die Division die Leute zusammengehalten. Aber seit DC Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten die nicht lange durch. Ich weiß, was los ist. Normalerweise ist hier auch wieder diese. Gibt es die Schlüssel? Die Schlüssel braucht man, um verschiedene Kisten aufzumachen. Und ich weiß, dass man die Hyena-Kisten öffnen muss, um die spezielle MP daraus zu ziehen. Tragbares Gerät erkannt. Schlüssel sind in solche Boxen, wenn ich mich nicht irre. Man findet sie sehr viel in dem unteren Bereich. Ich nehme die mit.
auch mit. So, bringen wir schon direkt neues Gear. So, etwas die Rüstung höher. Bessere Pistole. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Für die Baltischen. Drin. Weiß mal gar nicht mehr, was ich alles gezockt hatte. Die LMGs waren nicht schlecht. Zumal die, wo man in der Aktion fand. Elektronisches Gerät erkannt. Feuere Kanake! Ich krieg dich klein! Schnell genug. Weiß ja nicht, die rennen schon ziemlich. Sie werden niemals schneller als Sherry sein. Sie ist ein Puma. Ein echt müde aussehender Puma. Normalerweise ist sie schneller. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Und nachher hauen die noch ab. Gib mir das Gewehr. Er schießt den Typen. Das Mädel wird versuchen, ihm zu helfen und dann erwischst du sie auch. Oh, was für eine Bitch. Die hat ihn einfach liegen lassen. Ein bisschen tut er mir ja leid. Erst ein Schuss in den Kopf und dann ein Dolchstoß in den Rücken. Und nachladen! Ich kann dich decken!
damit wir zurück in die Siedlung können. Ich bin froh, wenn ich mal einen neuen Controller habe, weil ich verdrücke mich einfach, weil ich gewohnt bin, mit der PlayStation-Tasten hier umzugehen. Ich hab sie nicht getötet, das waren die Hunde. Welche Hunde? Keine Ahnung, Hunde halt. Ich kenne die Namen von denen nicht. Aber die waren wohl verdammt hungrig, ohne Scheiß. Kaum hatten die Blut gerochen, war Om-Nom-Nom-Zeit. Du dämliche Wichsbirne. Egal, Diesel wird eh nichts machen, außer sich ein bisschen aufplustern. Das ist die Theatersiedlung. Hier hat Odessa Sawyer das Sagen. Man sollte versuchen, es sich nicht mit ihr zu verscherzen. Sie sehen gut aus, Agent. Danke. Ich weiß, dass ich gut aussehe. Ich glaube, ich gönne mir zwar noch eine Monster. Es ist ja erst. Überhaupt bin ich im Discord. Jetzt kann auch meine Freunde um. So, dann geht's weiter hier. Immer schön, Sie zu sehen, Agent. Aber Diebstahl dulden wir nicht. Es ist verboten, Nahrung aus dem Gemüse. Gib mir mal was. Wenn Sie Agent Kelso suchen, sie ist gerade raus. Ich hätte mitgehen sollen. Aber ich würde sie nur aufhalten. Ich weiß, dass Sie Ihre eigenen Probleme haben. Aber diese verfluchten Hyänas nahmen mir mein kleines Mädchen. Um mich zu kriegen. Wenn sie mir helfen, stehe ich in ihrer Schuld. Und ich zahle meine Schulden immer. Oh, hey! Tragbares Gerät erkannt.
So. Gönnen wir uns jetzt mal eine neue Sorte, die ich noch nicht getestet habe. Das ist die Monster Chaotic. Tropical Orange. Mal schmecken. Anfangs leicht bitter, aber fruchtig. So, das ist unser Ziel. Die Hyenas haben Modessa Sawyers Tochter Eleanor und setzen damit die Theatersiedlung unter Druck. Wir müssen sie unbeschadet da rausholen. Agent Kelso ist bereits da. Wir versuchen, die Hyenas abzulenken, damit sie ungesehen hinein können. Gemeinsam befreien sie dann die Geisel. Die Hyenas kennen sich hier aus, aber einen Angriff erwarten sie sicher nicht. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Schön, dass Sie da sind. Ja, hier geht's runter. Wollen Sie sehen, was ich habe? Sie haben das Hotel Grand Washington erreicht. Okay, los geht's. Darauf sollten Sie reagieren. Begeben Sie sich zum Liefereingang auf der Ostseite des Gebäudes. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ein Angriff! Vielleicht ist es eine Ablenkung, also bereithalten! Ich
gegnerisches Funksignal abgefangen. Ich gehe nach oben zur Geisel. Alle Mann ins Atrium. Mist, der Saint ist hier. Wer ist hier? Wichtiger Hyena. Unangenehmer Typ. Wir müssen das Arschloch töten. Das weiß ich noch. Hier gibt es einen Geheimraum. Dem kriegen wir den Schlüssel. In der obersten Etage. Nehmen Sie die Treppe rechts von den Aufzügen und schlagen Sie sich durch. Elektronisches Gerät erkannt. Beispiel so eine Kiste der Hänger, aber die wäre ja noch kein Schlüssel gefunden.
Du ignorierst mich mega, Beppo, im Chat. Serio? Oh, sorry. Pardon. Ich war sehr konzentriert. Du willst nicht, was du kannst in sein Discord, Raga. Hande, wie er sitzt. Guter bei dir. Oh, gemütlich. Dick die Ignoranz, halt. Spielst du da? Division 2. Das ist ein Spiel, wo ich eigentlich schon vor Jahren auf der Playstation gespielt hat. Ich hatte einen Dickbook. Du machst halt Rente in der dabei. Ja, schon seit Pudi ich nicht runterkommen. Ich bin am Discord von dir gegangen, für meinen Papa zu schätzen, weil ich vom Sol war heute. Marcel, wie kommt ihr? Wir sind schon zwei Discord. Ah, du warst hier dumm. Ist hier dumm am Sol war. Ja. Wie schwarz ist der Mutter? Wie schwarz ist der Mutter? Mal schwätze Beppo und dann mit dem Mikro ist gemute. Ich werde sie sprengen. Nein, der Mikro ist nicht gemute. Ich Hallo. Salut. Hallo. Wie um Red. Hallo. Hallo. Da ist er, ihr Rinder. Ich habe ein Gesicht. Nein, nicht hinter meinem Kopf. Jo. Alles in Ordnung bei dir, Katsu? Diese Explosion war heftig. Ich hoffe, ich atme kein Asbest ein. Kannst du mir das Kabel noch reinmachen? Tragbares Gerät erkannt. Ja, ich bin da hochgeklettert, da auf die PCs, um da ranzukommen. Ich stand hier wie der letzte Beppo. Was? Der letzte Beppo. Ich werde zu einfach. Aber vorhin war fast kein Tinte mehr drin. Ich hab gekämpft. Ich hab so Dinge dran. Ja, was ist das? Geh zu, sonst was zu machen. Ich geh extra rüber, guck mir kein Zahlbar nicht gucken. Dachte mir vom Leib! Mach der du schon rim. Only fans, Papo, only fans. Okay, das habe ich nicht gesehen. Amateur-Porno. Okay. Ich
jemand aus. Ich. Kevin. Schade. Ja, sie spielt drei Stecker aus. Ich bin gut. Irgendwie top. Okay. Schon mal Nikotin. Okay. Wieder Nikotin. So. Okay. So, 20 Minuten. So, dann. Hä? Wieso? Und dann aus dem Shisha. Ich will eigentlich Shisha. Die Mama ist gut. Babobster. Hier schon vorwärts, muss man schnell hier rennen. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber da oben sind eine Menge Gegner. Nicht mehr lange. In welcher Situation befinden wir uns? Ich will klare Ansagen, nicht noch mehr von diesem Wischi-Waschi-Mist, der mir bisher vorgesetzt wurde. Mr. Präsident, es sieht schlimm aus. Die Drahtzieher haben perfekt geplant. Es gibt Ausbrüche in 22 Städten im Inland, 14 im Ausland. Und es kommen immer noch Berichte rein. Wissen wir, wer dafür verantwortlich ist? Oder ist es natürlichen Ursprungs? Negativ, Sir. Das DCD hat bestätigt, dass der Erreger eine Pockenvariante ist. Wo, wann und wie es ausgebrochen ist, das kann nicht ohne Hilfe passiert sein. Und? Wer war es? Moskau? Peking? Die haben selber Probleme, Sir. Die Wahrheit ist... Gut, sie leben. Wir wissen es einfach nicht. Ich wäre dann soweit. Thank you.
Andy? Jo. Andy? Who the fuck is Andy? Ich spiele mal Party an jemand. Können wir machen. Okay. Was ist schon? Das ist schon. Ich mache nachher noch meine Mission fertig. Ich hab ihn ausgedruckt. Ich schwör's dir. Ich schwör's auf meinen Eierstock. Okay. Ich schwör's. Ich hab extra noch geguckt und aufgepasst. Ich bin aus meinem Schild. Ja, nee, ich komm tatsächlich Alzheimer. Wo ist das Zettel hin? Name kommt. Klaut jemand Zettel? An mir, ich glaube. Papo, du gang zweimal die Schwarze. So. Ich war noch nie bei euch daheim. Das war der schwarze Beppo. Jetzt kein weißer Beppo also. Sie runter, sobald sie soweit ist. Wir treffen uns später im Theater. Nicht klicken. Na? Achtung, die Gegner dringen von der Straße ins Gebäude ein. Gehen Sie und kümmern Sie sich darum. Ich hole Eleanor. Schläfst du gleich? Willst du was spielen? Hier willst du was zocken? Willst du überhaupt so mit mir hängen oder willst du gehen? Ja, aber wenn du gezwungen bist, keine Ahnung. Fordert Verstärkung an. Ich hole sie dazu. Odessa? Kelso hat Neuigkeiten. Wir haben Eleanor. Geht es ihr gut? Ja, es geht ihr gut. Ich bringe sie nach Hause. Oh Gott. Vielen Dank. Bis bald. Wir haben neues Material zu den Hyenas. Vielleicht hilft das, sie besser zu verstehen. Keinen Schritt näher. Das wird leicht. Was hast du für ein Problem? Hau einfach ab, ja? Wir wollen keinen Ärger. Willst du mal sehen, was ich drauf habe? Leute, vielleicht sollten wir gehen. Ich muss nur. Denk Beta.
So. Gottchen. Du wärst doch gepannt schon. Was denn? Ich kennt noch. Oh, ich hab gut lang gepannt. Ich mag Fußball, aber ohne Fußball ist ein Witz. Was ist deine Diplom? Ja, schon gut lang gepennt. Ja? Schön, dass ich nicht geschafft habe. Ah ja, stimmt. Du bist dann den ganzen Tag gestupst. Oh, ich wollte, aber ich bin logisch zu gut am Bett. Sie sehen gut aus, Agent. Besonders habe ich schon noch Zeit. Ja. Es ist schlimmer denn je, Odessa. Wir kommen gerade so über die Runden. Und was soll ich dagegen tun? Hilf uns! Ich helf euch doch! Nur nicht so, wie du es gern hättest. Wir brauchen dich da draußen. Dein Bein ist kein Hindernis. Darum geht es nicht. Das ist mir schon klar. Aber wenn wir scheitern... Okay! Okay. Ein paar Leute können wir bestimmt entbehren. Ich warte draußen. Sie sagt, sie hätten geholfen. Der Charakter gesagt, er ist wie das. Ja, war. Tutorial von dem Spiel. So. Da sind wir fertig für heute. Dann gehen wir los über Party Animal. Warum ist es automatisch, dass da Bayern München gegen Borussia Dortmund spielt? Warum? Gott gegen Schmutz manchmal. Ja, aber Schmutz. Okay. Also L ist bewegen und R2 ist. Gott, wie ein richtiges Mädchen.